Grüezi aus der Schweiz. Ha, nächster Tag, es geht weiter. Wetter ist so lala. Dünne Wolken sind am Himmel, aber kein Regen. Und ich stehe hier nicht am Brienzer See. Nein, ich bin hier rüber gefahren. Einmal über diesen kleinen Pass hier. Mit dem Auto bin ich hier hingekommen. Ja, nach Sachsen. Ja, und hier in der Nähe ist der Mittelpunkt der Schweiz. Das ist eine Alp, die Eggerli-Alp. Da möchte ich hochfahren. Ich bin jetzt hier auf 470 Meter über Normal Null. Ja, und die ist bei 1600 Meter. Auch geht kräftig bergauf auf ca. 14 Kilometer verteilt. Also habe ich mir was vorgenommen. Aber die Sonne ist nicht da, es ist nicht heiß. Ach, sollte machbar sein. Und ein schöner Startpunkt hier. Direkt am See. Wunderbar. Herrlich. So kann es starten. Ja, irgendwo. Ja, man sieht es hier nicht. Ah, Moment. Irgendwo da hoch geht's. Irgendwo führt da ein Weg hin. Irgendwo mittendrin. Da ist sie. Naja, ein schöner Tag wird es hoffentlich werden. Und schöne Bilder sowieso. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. So, ein bisschen höher, nur noch 10 Kilometer und noch 900 Höhenmeter. Man ging die ganze Zeit durch Wald, aber jetzt hat man ab und zu doch nochmal einen Blick auf den Saaner See, schönes Panorama. Boah, jetzt ist ganz schön, bin ganz schön durchgeschwitzt nur von den paar Metern. Boah, bin froh, ohne Sonne, echt klasse. Trotzdem, ich freue mich drauf, ist natürlich anstrengend, ich will es ja auch haben. Gerade wegen solchen Aussichten. Muss nicht unbedingt die Sonne scheinen, aber Regen wäre schlecht. Zumindest beim Auffahren. Das ist echt schlecht. Runter geht es immer noch. Ach, da kann man sich ein bisschen Regenklamotten, habe ich mit. Weil ist nicht ganz ausgeschlossen heute. Ist immer so eine kleine Sicherheit. Auch wenn es vielleicht nicht... Ich könnte ja immer schnell abfahren. Aber manchmal holt sich das. Holt einen das ja auch in den Bergen ein. Das ist immer so ein bisschen unberechenbar. Aber trotzdem. Auch wenn... ein bisschen bewölkt ist, sieht das alles noch klasse aus. Der See würde natürlich noch ein bisschen mehr leuchten, aber ich bin froh, dass ich jetzt bei der Auffahrt keine Sonne habe. Ja, mal sehen, hoffentlich vielleicht nachher noch was, wenn ich oben bin, rauskommt, wäre doch schön. Naja, weiter geht's und ja, Panorama auf den See, glaube ich, wird es jetzt nicht mehr geben. Ich fahre jetzt in so ein Tal hinein. Willkommen auf 1000 Meter Seehöhe, das ist ungefähr jetzt die Hälfte von unten nach oben und jetzt noch nach oben. Der Rest ist also so ziemlich die Hälfte, das habe ich schon gut geschafft. Aber jetzt langes Stück, jetzt 14-15%. Aber ich muss sagen, es geht richtig gut. Temperaturen sind nicht so hoch. Also das war der Faktor letztes Mal, dass ich da echt zu kämpfen hatte. Aber hier geht das echt gut. Gerade eben noch eine kleine Pause gemacht an der kleinen Hütte, aber nur kurz. Das sagen auch alle. Und das merkt man auch, dann werden die Beine sonst zu dick, dann werden die richtig schwer. Also auch hier darf ich nicht lange stehen. Es muss weitergehen. Aber ich habe hier nochmal einen richtig tollen Blick, Rundumblick auf die ganzen tollen Berge. Und ins Tal, wo es jetzt hineingeht. Da oben ist die Alp irgendwo. Ich weiß nicht, ob es die Bauernhütte da oben ist oder was anderes. Aber irgendwo da ist der Mittelpunkt der Schweiz.
Da möchte ich hin. Ich hoffe, dass die Wolken noch ein bisschen mehr verschwinden. Und dann, wenn ich oben bin, auch die Sonne rauskommt. Das wäre perfekt. Aber bis jetzt geht es super. Kleines, laues Lüftchen geht hier. Also lange stehen kann ich hier nicht, dann werde ich auch wieder kalt. Also weiter geht's Richtung Egli. Egli Alp. Wieder 1,5 Kilometer weiter und jetzt ist so ein richtig fantastischer Blick ins nächste Tal. Das müsste das große Melchtal sein, aber das ist nicht so touristisch erschlossen, genauso wie die Egli-Alm. Die ist ja eigentlich jetzt nur zu dieser Zeit richtig gut besucht um den Feiertag. Ja, weil man kann zwar hier hochfahren, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schmale Straße. Ui, und steil, aber es ist wunderbar. Sehr ruhig, nur das Rauschen des Baches ist zu hören, ganz in der Tiefe. Oh, herrlich und richtig schön angenehme Temperaturen zum Hochfahren. Perfekt. Naja, weiter geht's. Irgendwo da geht ja die Straße hoch, man sieht sie nicht, aber irgendwo geht's immer hoch hier. Geschafft. Bui, was für eine steile Straße. Also wundern muss man sich schon, wer da auch hier mit Auto hochkommt. Also ich bin manchmal nicht an der Kante gefahren, weil es so bergab ging und teilweise echt ohne viel Abstützen. Ja, also da könnte man so runterfallen. Ja, und steil, teilweise bis 17% jetzt am letzten Stück. Aber ich bin hier. Das ist hier also die Elgi geschrieben. Hier ist auch das Restaurant. Oh, ob ich da noch mal einkehre, muss ich mal sehen. Aber ich will ja erstmal da hinten, da ist der genaue Mittelpunkt. Da will ich gleich noch mal hin, noch mal anschauen. Ja, und dann noch mal hier alles genießen. Leider etwas verhangen zurzeit. Es geht, es ist schon wieder besser geworden. Es ist ja genau Punkt 12 Uhr. Ja, so viel Zeit, das hier zu genießen. Ja, erstmal da hoch zum richtigen Mittelpunkt und dann schaue ich weiter. Sehr schön hier und auch im Moment nicht überlaufen.
In 5 Tagen ist der 1. August der Feiertag, der Nationalfeiertag, der Geburtstag der Schweiz. Dann ist hier viel mehr los. Dann gibt es hier Live-Musik und Trombahor und alles Mögliche. Fernsehen ist hier. Gottesdienst, Freiluftgottesdienst, alles wird hier gefeiert. Richtig groß. Also da ist ja die Hölle los. Deswegen bin ich jetzt auch jetzt gefahren. Es ist ziemlich ruhig hier. Und nun geht's bergab. Nein. Natürlich nicht, es gibt noch ein Ziel weiter höher. Da gibt es noch so eine Straße etwas höher. Und irgendwo da oben gibt es noch einen schönen Bergsee. Circa 150 bis 200 Höhenmeter höher. Ich bin fit genug, das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Die Wolken sind auch jetzt ein bisschen mehr gestiegen, dass man die Gipfel etwas schon erkennen kann. Und bis ich oben bin, ist vielleicht noch ein bisschen mehr da oder vielleicht sogar die Sonne. Auf geht's, ja, nochmal zu einem schönen See. Diesen Anstieg habe ich bewältigt. Jetzt bin ich am Seefeldsee. Dort ist der obere. Und hinter mir, dort ist der untere See. Alles unter Naturschutz, aber das Wahnsinnige ist, man darf sogar hier campieren. Ja, das ist ja in der Schweiz erlaubt. Über der Baumgrenze, nur direkt hier am See rundherum. Da darf man nicht, aber hier auf der Wiese dürfte man. Aber ich wüsste nicht, ob ich das machen würde. Hier ist wirklich, naja, ziemlich viel alles voll hier. Aber naja, ist echt toll hier. Muss ich sagen, wieder eine Idylle, so ruhig. Das Wetter wird immer besser. Einfach nur klasse. Hat auch schon wieder gelohnt, hier hochzufahren. Von 470 Meter über dem Meer auf jetzt 1830. Das ist schon wieder Wahnsinn. Alles ohne Akku. Wunderbar, also dass ich das immer noch wieder schaffe. Aber heute war wirklich echt gut. Spitzen bis 17% waren überhaupt kein Problem. Was heißt, natürlich war ich außer Puste, aber nicht so richtig fertig wie von der Sonne das letzte eine Mal. Oh, ich hoffe, die kommt gleich nochmal. Es ist ja schon ein paar blaue Lücken, also naja, ich werde es hier nochmal ein bisschen genießen. Einfach nur klasse. Also ich habe es wieder geschafft. Oh, einfach nur glücklich. Ich setze mir Ziele und wenn man die dann erreicht, das ist echt so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben, Leute. Das ist einfach nur klasse. Naja, ich muss erstmal das hier alles genießen und dann, ja, irgendwann ist Abfahrt. Aber erstmal noch nicht. Genießen erstmal hier. Herrlich. Etwas erhöht war hier noch eine Bank, konnte man von unten sehen. Ich bin hoch und dann hat man hier so einen genialen, überwältigenden, unglaublichen Ausblick hier auf diesen See. Ja, es ist einfach nur krass. Ich kann das echt nicht beschreiben, was man hier jetzt fühlt, es geschafft zu haben. Es ist ja nicht der größte Berg, aber Leute, es ist einfach nur, ja,
Unbeschreiblich. Und dann so ein Platz hier am Ende. Unglaublich. Man könnte natürlich noch hier doch höher gehen. Aber das möchte ich nicht. Das langt mir alles hier völlig. Es ist einfach nur krass. Es ist unbeschreiblich. Jetzt habe ich eine Stunde hier verbracht, die Sonne kommt immer noch nicht durch. Jetzt habe ich eher noch Angst, dass wieder sich ein Schauer bildet, weil die Wolken sich wieder ein bisschen setzen. Also geht jetzt abwärts, ja, was ich hier jetzt hochgebraucht habe, so 2,5 Stunden. Ist in der Dreiviertelstunde spätestens zur Mürbe gemacht, da bin ich wieder unten. Ja, hier dürfte man baden in diesen oberen See, so heißt er. Ja, aber das muss ich jetzt nicht haben. Ist piwarm, muss ich echt sagen, für 1800 Meter Seehöhe. Also das ist richtig warm. Eigentlich schon unheimlich, aber ich werde es hier nicht machen. Ich werde abfahren, wahrscheinlich unten am anderen See, am großen See, nochmal reinhüpfen, mich erfrischen. Und dann geht es wieder zurück. Ich habe ja auch kein Handtuch oder sowas mitgenommen jetzt hierher. Das habe ich unten gelassen im Auto. Also der muss ich das jetzt hier nicht haben. Wenn man nass ist, dann wird es kalt, wenn man runterfährt. Ganz super warm ist es ja auch heute nicht ohne Sonne. Aber es ist einfach nur klasse gewesen. Eine tolle Tour. Eine Riesenleistung. Also das war echt eine steile Strecke. Die würde ich bald auch nicht mit meinem eigenen Auto fahren. Das wäre mir echt zu heavy. Ja, aber es ist ein tolles Plätzchen. Nicht nur der Mittelpunkt der Schweiz, auch dieser See, der liegt so toll. Ja, und wenn man will, könnte man ja noch weiter. Aber ich mache es nicht. Ein Tipp auf jeden Fall. Wenn ihr hier seid, hier hochlaufen, am besten noch da oben. Alter, das ist so eine schöne Aussicht. Boah, unglaublich. Es war sehr schön. Jetzt fahre ich runter. Da brauche ich euch nicht mitnehmen. Da muss ich beide Hände am Lenkrad lassen und nicht immer anhalten. Vielleicht noch irgendwas filmen oder runter. Da sieht man sowieso nicht viel. War ja viel im Wald. Also ist jetzt hier die Tour für euch beendet. Für mich noch nicht. Aber dann hoffe ich, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin oder wie man hier sagt. Salut. Tschüss. Der Dörf ist frei, der Transport ist wach.